Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer von Let's Brick, das mit ihrer über 800 Mann starken Besatzung aus Männern und Frauen unterwegs ist, um bekannte und fremde Klemmbausteine zu erforschen. Hier zeigt Let's Brick neue und alte Modelle, die viele noch nicht kennen. Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuschaut. Heute haben wir von Star Trek hier den Bird of Prey. 253 Teile. Das ist die lustige Rückseite. Und das ganze kostet 14,95. Ja. Wir haben da schon so ein paar seltsame Sachen gehört. Jetzt wollen wir wissen, ob das nur an dem Set gelegen hat oder ob das generell so ist. Deswegen werde ich mal hergehen und werde das Ding aufschneiden. Wir haben schon ein anderes gebaut. Ein anderes Bird of Prey. Und damit waren wir ja... Ja, die hängenden Schwingen und so. War man nicht so besonders. Also man kann es aufbauen als Displaymodell und dann in Ruhe lassen. Ja gut, ist okay gepackt. Gefällt mir. Und eine Anleitung. Noch irgendwas da drin? Nee, außer eine verbogene Lippe hier hinten nichts. Ja, naja. So. Der Print für den Ständer. Star Trek, Bird of Prey. Ja. Klingonen. Und dann vom CBS-Studio unten drunter die Rechte. 6 Tüten. 1. Oh, schick im Bauschritt unterteilt. 1. Das ist doch Verarsche, oder? Habt ihr gut hingekriegt, wir sind drauf reingefallen. Es wird wahrscheinlich Bauschritt 1, 1 und 1. Ja. Womit musst du anfangen? Mit Bauschritt 1? Mit Bauabschnitt 1, ja. Okay. Als erstes wird der Ständer gebaut. Ja, ja. Kein Problem. Kein Problem. Ist der auch im Bauschritt 1? Ja. Tut mir leid, wenn ich sowas auf eine Tüte draufschreibe, dann muss ich mit so Sachen rechnen, ne? So. Ich werde dann mal gleich Halt machen, dann kannst du ja, wenn du da... Achso, du machst das so, alles klar. Ja, ich fotografiere. Warum nimmst du da nicht einfach dein Tablet? Kann das sowas nicht? Ich denke, du hast das gleiche wie ich. Meins kann sowas. So. So unterschiedlich kann es sein. Ich habe mir gedacht, bis du einen Ständer gebaut hast, kann ich mir das über die Fotoanleitung auch machen. Ich weiß nicht, gibt es die Anleitung eigentlich auch digital? Wahrscheinlich nicht. Das ist ein Pro, die gibt es nicht. Weiß doch, Pro gibt es nicht. Komischerweise. Ja. So. Ich denke mal, die haben Angst vor den Leuten, die hergehen und sich das dann runterladen und selber bauen. Bitte schön. Der Schrank ist schön.
Schade, den anderen habe ich drüben im Fenster. Sonst würden wir daneben stellen. Ja, ich war jetzt auch gerade überlegen, ob er davon. Nein, der ist im Fenster drüben. Ja, da, ich habe keine Lust, da jetzt da rüber zu rasen. Hinten die ganze Dings offen machen, Wand offen machen und den rausholen. Nee. Bin ja schon ein bisschen bestoßt, aber so noch nicht. Man kann es sich ja noch mal angucken. Ja, so. Ich würde mal sagen, noch mal ein bisschen Licht. Nee, oder? Ja, das ist logisch. Ich habe nur das davon gemacht, da ist doch nichts davon. Da war es nicht richtig drin. Und mach mal richtig dran. Einfach laufen lassen, den Dings jetzt hier. Der war nicht richtig drin, sonst wäre der nie fortgeflogen. Ja, darum geht es jetzt im Moment nicht. Es geht jetzt darum, dass diese Teile nicht so ganz straff nach unten hängen, sondern ja, wie die Flügel von so einem Dingsgeier. Gut. Ich hatte mich halt an dem. Du hast sie am ersten Bild. Nein, will ich nicht. So. Ja. Das kannst du vergessen. Das geht schon allein da hier oben nicht. Selbst wenn man es abbaut, kannst du vergessen. Vom Gewicht her gehen die automatisch runter. Ja. Warum sitzt der so bescheuert da drauf? So, reines Displaymodell. Das ist ein reines Displaymodell. Und dann bitte keine nicht zu viel. Nicht so. Zu viel bewegen und am besten in die Vitrine stellen, die wirklich gut. Kommen wir zum Fazit. Ein reines Displaymodell. Vieles hängt nur an einer einzigen Noppe. Die Flügel halten gar nicht, weil man sie auch durch die Überbautungen hier oben in Silber gar nicht hochbiegen kann. Und wenn man es kann, ein Stückchen, dann fallen sie gleich wieder runter. Zu viel Gewicht, zu wenig Noppen oben. Die müssten noch runtergekippt werden. Das ist die Klimaanlage, ne? Ja. Hier hinten das Ding ist locker ohne Ende. Also, wenn es ein Zahn wäre, wird man zum Zahnarzt schicken. Also, ich würde mal sagen, nee. Für die 1495. Locker aufbauen, in die Vitrine stellen, damit man sowas hat. 70% Kaufempfehlung. Mehr ist nicht drin. Beim besten Willen nicht. Wenn man nicht total abgedreht auf Star Trek ist, sondern. Ja, und nicht viel Geld hat und möchte was in der Vitrine haben, dann ist das okay. Aber ansonsten. Nee, lass mal. Ich bin gespannt. In der zweiten Welle soll es ja einen größeren geben. Wie der die Flügel hängen lässt. Der ist noch schwerer. Ja. Der ist noch schwerer. Das hätten sie wirklich gut lösen können, indem sie einen zweiten von den Hinges reingemacht hätten. Dann hätten sie wesentlich mehr Stabilität reingekriegt. Ja. Du wärst nicht so gackelig da gehangen. Schade. Ja, dann würde ich doch mal sagen, von mir gibt es nur eine 70%ige Kaufempfehlung. Ja. Weil es ist ein reines Displaymodell, ist auch als Displaymodell gebaut worden, beziehungsweise konstruiert worden, muss man mit leben. Zum Spielen ist das überhaupt nicht geeignet. Oder man lässt es einmal vom Kind durch die Bude fliegen und den ganzen Rest dann eben halt in die Teilekiste. Was man dann aufhebt oder aufsaugt. Nee, okay. Dann würde ich doch mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Ja, daneben ist eine Glocke, da erfahrt ihr immer, wann wir neue Videos haben. Ne, keine gute Empfehlung. Nee. Ich hoffe, der Rest aus der Serie wird besser. Man wird es erleben. So, Leute, dann werden wir uns verabschieden.
Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöle. Tschüss.